krankeste Auto. Ja, guten Morgen, Leute. Was geht ab? Wir sind gerade um 20 nach 9 und wir sind sogar schon länger jetzt halt unterwegs. Auf dem Weg zum guten Michi Petrolhead, denn den packen wir jetzt halt gemeinsam mit Live of Danny hinten auf die Rücksitzbank bzw. halt hier ins Auto. Ich denke, die werden sich mal drum streiten, wer vorne sitzen darf. Und fahren gemeinsam zur Ausfahrt, zur heutigen vom Sportwagen-Treff Franken. Das wird, verspreche ich euch, ein richtig, richtig krasses Event. Ultimativen Bettmobil. Krank, Leute, krank. Ja. Das krankeste Auto dieser Tankstelle an. LB-Bolt. Krankes Teil. Also guck mal hier diese Reifen. Hi, servus. Grüß euch. Da kann man sich eigentlich reinlegen, oder? Habt ihr schon mal gemacht? Die müssen wir halt durchmachen. Ist nicht so schlimm. Motoren heulen auf. Ist bei euch auch der Auspuff kaputt oder was? Ja, da mit Hund, Kind, da machen wir immer langsam. Da machen wir langsam, Leute. Vorbildfunktion. Schick. Mit Kindern, Milf. Mir wird so schlecht werden. Digga, du sitzt auch noch vorne. Da vorne ist doch viel besser zu sitzen. Ja, aber nicht, wenn du auf die Kamera schaust, Mann. Ja, auch echt. Ich muss immer so, deswegen rutsche ich immer so in die Mitte rein, Digga. Vielleicht die Post jetzt aussehen. Was ist jetzt los? Komm, warten mal wieder. Ist doch heute so für mich. Für meinen Magen ist das heute doch so eine Herausforderung. Oh, scheiß Kacke. Leute, das ist jetzt schon so verrückt und wir sind vielleicht 10 Minuten unterwegs. Alter. Alter.
Pottenstein. Also ich fühle mich hier auch gerade nicht, als wären wir so. Ich fühle mich fast wie im Urlaub, Mann. Schon, ne? Ich guck dir mal die Strecke an. Ey, Danny, schau mal hier, Alter, da kannst du dein Knie in den Asphalt schmelzen, ey. Krass. Maul, Alter. Das ist nicht normal, Digga. Schau mal, also das sind die Filmer, ne? So kann man das hier. Hinten läuft ein Eichhörnchen schnell weg. Wahrscheinlich. Geht's sie umbringen. Das sind auch die kränksten Strecken in ganz Bayern. Stellmacher noch so. Ich erkenne die alle. Perfektioniert über die Jahre. Der weiß doch ganz. Der hat das doch genau so ausgelegt, dass es für sein Porsche Turbo S passt. Was hat der mit dieser Linie gemeint? Schläge, Scheiße, Mann. Das sind Schüsse. Das sind echt Schüsse. Was haben die gemacht? Serienanlage, Mann. Meiner schießt nicht ganz so schnell. Aber es ist auch schon perfekt. Angst vor meinem Leben, der R8 hängt uns im Nacken. Ist und der, kann der so pushen? Der pusht richtig. Holy shit. Oh. Dann haben wir auch mal ein bisschen anderen Sound vor uns. Absoluter Hammer. Boss. Absoluter Boss. Der ist doch 56 Jahre alt. Ja. Vergleichsweise günstig. Scheiße, der Scheiße, taugt mir viel mehr als der weiße zum Beispiel zur AMG. Es ist so, ey, fuck man, das ist das Beste, was ich erlebe. Das ist gestört. 95er im GTS. Das ist gestört. Aus Kino-Hoodie. Weiße Ledersitze, Alter. Ein Boss ist das, Mann. Er lacht doch. Das macht dem halt auch Spaß. Steig mal aus, hä? Klar, Mann. Da kannst du alles filmen. Da kannst du durch die Reihen laufen. Ja, Mann, genau so ist die geile Aufstellung. Oh, Leute, ich will hier mein Thumbnail auch machen. Ja. Krass. Geh mal runter, oder? Ja, yes. Gönn uns. Leute, Stille, bitte kurz Stille. Hört ihr das? Im Leerlauf? Versucht nochmal genau zuzuhören. Spaß. Doch krank. Wenn du dem mit sowas kommt, dann geht er halt in den Wald mit seiner Schrotflinte. Er legt kurz ein Wild und isst es dann. Voll Scheiße. Du Bastard, ey. Du Wichser. Du Wichser. Hast du nicht gerade gesagt? Das ist doch so ein Uramerikaner. Der schon. Der hat schon. Weißt du, wer das ist?
Gran Torino. Ja, ja, Mann. Ohne Scheiß. 64 km/h, wir fahren rein mit 16, 66. Aber ja, es war schon auch großzügig, ja. Es waren 68. Ich würde mich so gerne hier oben festhalten, ne? Das Ding wiegt zwar was, aber die 900 PS, die reißen einfach alles raus. Die ganze Straße stimmt. Scheiße. Abnormal. Das ist der lauteste, ne? Das ist definitiv wieder ein bisschen scheiße. Gut, dass wir den vor uns haben. Der fickt alles weg. Du hast uns nicht so viel versprochen, ne? Krank, ey. Ja. Krank. Der gefällt mir am besten, der Typ. Die hängt voll dran. Boah, ist der Audi schwach. Eieiei, ist der Audi schlecht. Was ist das? Der Mann will was hören, die wollen was hören. Porsche. Komm, Nils, lass mal was hören! Klingt nicht schlecht. Es ist sozialverträglich, komischerweise, ne? Das ist nicht so krass wie Ferrari. Was macht der Mann? Sie hassen uns. Ein bisschen verstört die Leute. Ja klar. Das ist ja auch nicht alle Tage. Das sieht man halt, ja eben. Auch die sind ja schon schweineteuer, solche 964er. Ja. Wie der JP auch einen hat. Ich dachte sogar am Anfang, das ist der, aber das ist ja nicht. Die 63 von hinten an. Sieht brutal aus, ne? Boah. Hat schon was. Das ist krass von hinten. Ich würde sagen, haben wir uns verdient jetzt, oder? Das leckere Essen hier, das ist wirklich... Also der Teller ist übrigens nicht nur für mich, das ist natürlich noch für die drei anderen... Ja.
sagt auch, wer es war, ne? Michi Petrolhead, Chef AKA Fuzzer. Abonniert meinen Kanal. Aber deine Maschine klingt ähnlich, also passt. Nicht so gut. Er feiert sein eigenes Auto, aber ganz ehrlich, ich denke mal, jeder feiert das. Ihr habt es auch erlebt gerade. Michi, nicht so Kamerascheu, du darfst auch noch mit rein. Jetzt genau, komm her. Einmal die Ehre, auf meinem Kanal zu sein. Das ist wirklich eine Riesenehre. Eigentlich bekannt als Statist in meinen Videos, um die Videos ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Damit ihr wenigstens ein bisschen lachen könnt. Ja. Michi Petrolhead hier, Flo jetzt auch noch mal am Start von, am besten sagst du selber, SPRCRS. Genau. Schaut mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Leute, das ist jetzt mal die abschließende Frage. Von allen Autos, die ihr heute so gesehen habt, welches würdet ihr nehmen, wenn ihr euch eins aussuchen dürftet? Wir rätseln da schon seit einer halben Stunde bestimmt rum. Nicht drauf. Können uns nicht entscheiden. Ich nicht. Und, aber es war auf jeden Fall geil. Es war echt geil. Auf jeden Fall. Sind Sie YouTuber? Ja. Wie viele Abos werden Sie? 10. Halt in den Anfängen. Also, ja. Dann will ich kein Autogramm haben, aber wenn ich draußen hätte, dann schon. So läuft der Hase, Alter. War richtig, richtig top. Also auch alles super organisiert vom Sportwagen-Treff Franken. Hier seht ihr nochmal das Auto von Flo, in dem wir auch vorhin gefahren sind. Solltet ihr mittlerweile alle kennen. Hier haben wir den Flo zufälligerweise im Bild. Was macht ihr denn hier? Ja, ich muss hier jetzt. Genau, ich gucke rein. Ich brauche jetzt neue Bremsen, weil ihr kriegt so viel Gewicht auf die Hinterachsen. Wenn du Bock hast, ich kann dir mit uns zum Auto erklären. Ne? Danke an Sportwagen-Treff Franken für diese Gelegenheit. Jetzt ist das ja kein wirklich rein klassischer Sportwagen, aber wir durften mitfahren. Ja. Und ja, da sind wir dankbar dafür. Die Drohne geht auch schon wieder hoch. Die Drohne geht nach oben, ja, richtig. Top organisiert. Ja. Top genau. Essen, Top Ausfahrt, Top Autos. Richtig. Also der Martin vom Sportwagen-Treff Franken organisiert, das war richtig, richtig top. Geile Route, definitiv. Geile Autos, geile Location, war wirklich Hammer. Auch ich nochmal großes Dankeschön von meiner Seite aus, dass ich da dabei sein durfte, auch an dich, Flo. Gerne. Ohne dich wäre ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht dabei gewesen. Kannst du dafür mal meinen Kanal abonnieren? Ihr könnt natürlich auch mal als Dankeschön seinen Kanal abonnieren, auch seinen, wenn ihr wollt. Ich habe natürlich beides unten verlinkt und ich denke, jetzt geht es dann auch langsam mal weiter. Jetzt die abschließende Frage nochmal, die überlegen wir ziemlich schon seit einer halben Stunde zu lösen. Kommen einfach nicht drauf. Von allen Autos, schwerste die heute Frage. Dabei waren, wenn ihr euch eins aussuchen dürftet, welches Auto wäre das? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Die Rätsel nochmal, wir können uns nicht entscheiden. Keine Ahnung. Müssen wir auch nicht wissen. Muss ich noch eine Nacht drüber schlafen. Und von dem her, checkt die Kanäle ab und bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin raus. Ciao. Was haltet ihr von diesem Ding? Also wenn ihr mal Bock habt, holt euch die Kamera vor. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich ein Video mit diesem Auto mache, ja, also so einen richtig geilen Vlog oder einfach mal einen geilen Carporn, dann sagt Bescheid, postet es in die Kommentare, weil dann lässt sich der gute Nils bestimmt überreden, dass wir mal eine gemeinsame Runde mich drehen lassen. Also das Teil ist Hammer, das klingt auch gut, es sieht gut aus. Alcantara innen, wo man hinschaut, Carbon, wirklich klasse, muss man echt sagen, Respekt.